auf gut Deutsch so eins in die Fresse, dass sie uns nicht mehr helfen kann, weißt du? Das ist. Aber eine Kinderwunschklinik ist ja nichts Schlechtes. Wir reagieren jetzt auf das Video von Kobi und Mone. Frauenarzttermin, Kinderwunschklinik, wie geht es weiter? Wir haben ja im letzten Video schon auf deren Kinderwunschgeschichte reagiert und jetzt ist das neueste Video, damit wir auf den neuesten Stand sind, wie es denn weitergeht mit deren Kinderwunsch und hoffentlich sieht's gut aus. Das ist so cool. Aber wir haben alles schon. Das sagt mir in meinem Kopf gerade einfach so, ja, verkackt die 5 Versuche, die du gehabt hättest, hast du verkackt. Weil dann wissen wir, okay, es geht straight in die Kinderwunschklinik, weil es auf natürlichem Wege halt nicht funktionieren kann. Und zwar habe ich hier gerade meinen Brautstrauß. Dementsprechend weiß ich ja, dass dieser Schritt bald bei uns sein wird, aber zu hören, dass die Frauenärztin uns nicht mehr helfen kann. Guten Morgen. So sehen aktuell unsere Morgen da aus. Wir sitzen zusammen hier unten. Juli kommt nach einer Zeit auf. Die Traurigkeit abholen. Wir trinken zusammen ein Käffchen und werden so langsam wach. Schatz, hier Eiskaffee. Ich bin echt voll aufhängen geblieben, ne? Das ist so schön. Normalerweise saß ich hier immer alleine. Ich muss ehrlich zugeben, ich muss noch ein bisschen damit klarkommen, morgens jemanden neben mir sitzen zu haben. Ich bin morgens immer alleine gewesen, sonst wirklich. War noch nie anders. Aber es ist schön. Ich freue mich. Ich muss aber ehrlich sagen, früher war ich jemand, der stolz sagen konnte, ich bin kein Kaffeetrinker. Jetzt trinke ich irgendwie gerne. Ja, du entwickelst dich in eine gute Richtung, Schatz. Aber ich habe ja letztens warmen Kaffee, das war immer noch nichts. Ja, das wird noch. Dauert noch so 10 Jahre, glaube ich mal. Wenn vorne die 3 steht, spätestens dann. Das dauert dann ja keine 10. Ich mag keinen Kaffee und ich nimm dir doch an ihm mal ein Beispiel. Er mochte auch keinen Kaffee, jetzt trinkt er Kaffee. Warum? Aber ich hab's schon so oft probiert. Ich werde, glaube ich, zusammen Kaffee trinken Kaffee ist das mögen. Beste. Aber egal, dann trinkst du halt Tee. Ich dachte, es wird sich vielleicht so durch die Schwangerschaft irgendwann ändern oder so, weil dann ändern sich ja auch so die Geschmacksnerven oder so, aber mag's immer noch nicht. 10 Jahre mehr, schön wär's. Ich wollte ihm was Tolles sagen. Danke. Ich spiele jetzt ein Röntchen Heiday und dann wird gleich noch ein Brot gebacken und noch ein zweiter Kuchen. Die Sonne, Freunde. Wow. Schön. Hey Google, stell einen Timer auf 1/2 Stunde. Das Brot ist fertig und sieht mal wieder sehr gut aus. Was backt sie, Brot? Brot, guck mal, wie gut das aussieht. Hast du gepennt? Ja, ich war hier beschäftigt. Das Sorry. Brot ist fertig und sieht mal wieder sehr gut aus. Schade, dass das Ganze nicht für uns ist. Wir sind heute Abend bei Anis und Lulu und die sind ja vor kurzem in ihre erste eigene Wohnung gezogen und da haben wir so ein Einweihungsgeschenk noch vorbereitet und man schenkt auch immer so Salz, Brot, Öl zum Einzug. Deswegen, ja, ist das leider nicht für uns, aber während ich das Brot gebacken habe, das braucht ja immer so lange mit 1 Stunde gehen und 1 Stunde backen, habe ich in der Zwischenzeit noch einen anderen Kuchen gebacken und zwar ein Zitronenkuchen. Der wird jetzt gleich noch auf einen anderen Untersetzer gemacht, damit das ganze Zeug hier weg ist. Aber erstmal muss er jetzt noch trocknen. Das ist Kobis Lieblingskuchen. Den habe ich jetzt noch flott gemacht neben dem Käsekuchen, der übrigens, glaube ich, sehr gut gelungen ist. Also er ist auf jeden Fall hart. Ich hätte ihn irgendwie gerne jetzt gleich nochmal im Ofen, damit er so ein bisschen... Aber wenn ich den Cheesecake sehe, dann habe ich wieder Lust auf einen San Sebastian Cheesecake. Diese Zwiebeldings haben wir auch. Ja, aber ein bisschen anders. Warm ist, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das sieht lecker aus. Er ist stabil geblieben und er ist hart geworden und sieht eigentlich, glaube ich, auch aus, wie Käsekuchen aussehen muss. Also ich bin sehr stolz auf mich für den ersten Käsekuchen. Sieht das doch gut aus. Ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen Himbeeren und Blaubeeren noch gekauft, die ich oben drüber machen wollte. Ist das vorgespult oder redet sie einfach schnell? Ich glaube, die redet manchmal schnell. Boah, die macht ja richtig Double Time. Aber auch mal schön, so einen Vlog zu sehen. Auch das ist so. Auch mal schön, dass mal jemand nicht so langsam redet, ne? Warum? Wie du? Nö, ich doch nicht. Aber das sieht echt lecker aus. Mach weiter, sonst habe ich Lust auf Käsekuchen. Damit das irgendwie so ein bisschen hübsch aussieht, weil ich dachte so, nur so ist es irgendwie so ein bisschen langweilig und das kommt jetzt noch on top. Also ich habe wirklich noch nie in meinem Leben, und ich backe eigentlich leidenschaftlich gerne, einen Käsekuchen gebacken. Wieso, weshalb, warum auch immer. Aber korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, so aus der Erinnerung raus oder so in meinem Kopf, ist Käsekuchen doch einer der schwierigsten Kuchen, die man backen kann, oder? Weil der irgendwie, ich habe gehört, ganz oft einfach nicht hart wird oder zerfällt. Ich glaube, der schwierigste Kuchen ist dieser Baumstammkuchen mit diesen mehreren Schichten.
Auch noch, ne, er kann gleich beim Anschneiden noch zerfallen, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Deswegen, also wenn das so ist, dann bin ich extra proud of me. Aber naja, vielleicht habe ich da auch nur irgendwas im Kopf, was gar nicht so ist. Ich glaube eigentlich schon. So, das machen wir jetzt einfach so ein bisschen so, nicht zu viel. Hier noch so. Das sieht doch süß aus, oder? Bisschen kann man machen, würde ich sagen. Dann ein bisschen Püderzirkli. Aber nur so ein Hauch. Ein Hauch von so. Ach, schön! Seid ehrlich, Leute, wer würde jetzt gerne kommen und ein Stück Kuchen essen? Schreibt es in die Kommentare, dann laden wir euch ein. Den Tisch habe ich jetzt auch schon gedeckt. Wir sind heute leider nur 5, wie ihr sehen könnt. Meine Eltern sind leider übers Wochenende richtig, richtig krank geworden. Liegen beide mit Fieber und allem Möglichen im Bett. Ja, macht mich ein bisschen traurig, aber ich hoffe, dass die zwei schnell wieder gesund werden. Und dann bleibt Kuchen mehr für uns übrig. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Eine 29 für Kobe. Das lassen wir uns gleich schmecken. Wow. Wow. Die Familie ist jetzt da und jetzt gibt's den Käsekuchen. Schau doch mal, wie schön der steht. Super. Wie hast du das gemacht? Ich teste den jetzt. Okay, erster Bissen, Freunde. Bei der Rand war eine Qual. Wow. Hat er zufällig auch polnische Wurzeln wie ich? Warum? Er sieht polnisch aus. Stimmt. Boah, ist ja cremig. Super, super Käsekuchen. Ich muss mal New York Cheesecake machen. Ihr seht euch ähnlich. Ihr auch. Rauslaufen. Ja. Oh, der steht aber auch wieder eins, ne? It's Geschenketime. Yeah. Wow. Weil der überhaupt nicht weiß, was das sein könnte. Wow. Oh, ist das schwer. Oh. Ja. Ach krass, die haben das. Das wird direkt so. Ach, deswegen ist es so schwer, weil das sind die. Ja. Freunde, eine. Kobe geht jetzt zur Polizei. Ja, eine 1A Gewichtsweste. Also, wenn da jetzt mit dem Hund gehst, ne? Ja. Oh, du siehst wirklich aus wie von der Polizei. Haben wir ein paar Squats jetzt hier, oder was man so macht mit den Dingern? Oh, da knarzt aber schon alles ordentlich, ne? Habt ihr das gehört? Kratz. Nee, das waren die Knochen. Die 29 Jahre alten Knochen waren das. Das ist aber gut, man kann sich so bewegen. Ja. Deswegen auch so kurz vielleicht, ne? So kurz, ja. Super. Jetzt ist Frau Mahoney dran. Ich habe nur schon eine Seite aufgemacht, aber noch nichts gesehen. Reiße los! Ja! Nudelmaschine! Ich habe so gesagt. Oh, ich hab die auch! Wenn es Nudelmaschine wird, vielleicht können wir direkt am Sonntag Nudeln. Und wir haben das gemacht. Ich habe das mit einer Freundin gemacht und wir haben einfach ein Rezept aus dem Internet genommen. Aber da gibt es ein Rezept direkt in der Nudelmaschine, was man nehmen sollte. Deswegen hat es bei uns nicht so gut geklappt. Eine Pasta Maker! Was man nicht so findet, schon mal. Aber Honey wird echt zur Selbsternährerin. Eigenes Brot, eigene Nudeln. Ja, ich wünsche mir ja auf einer Farm zu leben. Mit ganz vielen Tieren. Da hast du ja zumindest die Nudelmaschine schon für. Ja. Das ist so cool. Ja, dann seid ihr direkt eingeladen, ne? Für das erste Mal Pasta. Ja, das eigentlich machen, oder? Das erste Mal müssen wir eigentlich. Hä, aber haben die jetzt am gleichen Tag Geburtstag, weil die sich gegenseitig das Geschenk geben? Das ist Weihnachten. Nee, sie meinte doch gerade, was man sich so zum 26. Geburtstag wünscht. Okay, jetzt bin ich verwirrt. 2 oder 3 Tage danach. Ach krass, und wir haben am gleichen Tag. Ich muss aber die nächsten Tage jetzt machen. Mhm. Sehr gerne. Das ist so cool. Aber wir haben alles schon. Also, ein guck mal, Kilo was ich Honig. Bekommen habe. Was denn? Also du machst jetzt so ein ganzes Fass. Ah hier, ja, du machst so ein Fass. Ein Kilo guck mal, was ich noch bekommen habe. Also das hier, wir, Game of Thrones. Oh, Kochbuch. Warte, ich hole das Ding wieder. Richtig cool, da sind so Sachen drin an alle Game of Thrones-Liebhaber, ne? Ihr werdet sofort Bescheid wissen. Der Winter kommt, der trinkt der roten Priesterin. Drachenmilch, Red Wedding Punch, Arias Ziegenkäse-Törtchen, warmes Fladenbrot, Haferbrot, Königsmund. Und das haben wir dazu bekommen mit der Game of Thrones-Titelmusik. Und, Leute, guck mal hier. Richtig geil. Das ist so genial. Ein Eierbecher mit dem Thron. Der eiserne Thron. Wie geil. Wird das Ei würdig sein? Wir werden es nicht erfahren. Guten Morgen, Frau. Sie hat am 24.01. und er am 26.01. Ah. Alles Gute nachträglich. Alles Freunde. Gute nachträglich. Dann, und jetzt denk mal wieder dran, sie hat sich gewünscht, mit 25 schwanger zu sein oder ein Kind zu haben. Und jetzt ist sie wieder ein Jahr älter. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was sie jetzt sagen und wie der Geburtstag auch für sie war, ob sie das erzählt. Oh, weil weißt sie du ja was? Immer noch nicht schwanger ist. Wir haben voll das schöne Haus.
oder Wohnung. Ja, stimmt. Ist mir auch eben aufgefallen, als sie da das erste Video gedreht haben. Es ist der nächste Tag nach unserem jetzt wirklich Geburtstag. Jetzt gibt es auch nichts mehr zu feiern. Jetzt ist auch deine Geburtstagswoche vorbei, Schatzi, ne? Ja, das geht auch leider nicht weiter und der Januar ist jetzt auch bald vorbei, deswegen auch kein Geburtstagsmonat mehr, ne? Oh. Aber das Geburtsjahr ist noch nicht vorbei. Ja. Denn das ist jedes Jahr. Ich bin doof, ich weiß. Du bist bei dem Blank unterwegs. Ja, sieht doch gut aus, oder? Nicht abgesprochen. Nee, einfach so. Haben wir auch eine Blue Jeans an beide? Oh nein. Nein, ist das jetzt ein Cringe-Kapitel? Nein, das ist süß. Das ist immer süß. Aber süß, das ist aber nicht abgesprochen. Nee. Freunde, wir haben heute einen besonderen Termin. Irgendwie kann man sich bei denen nicht vorstellen, dass sie sich streiten. Die sind so irgendwie süß irgendwie. Sind die auch so voll harmonisch zusammen? Und wir sind sehr aufgeregt, denn ihr werdet das, wenn ihr das hier gesehen habt, schon gesehen haben. Kivo-Versuch Nummer 5 hat ja nicht funktioniert. Dementsprechend sind wir heute zum... Boah, das ist jetzt eine neue Info für uns. Okay, Kivo Nummer 5. Versuche hatten sie. Heißt das 5 künstliche Befruchtungen? Nein, das hätten die ja nicht... Also die sind ja noch nicht in der Kinderwunschklinik. Das heißt, vielleicht haben sie irgendwie... Hm. Ach so, Kivo-Klinik, Fragezeichen. Also auf natürlichem Wege? 5 Monate haben sie es jetzt versucht. Bestimmt aktiv Monate, mit den Untersuchungen bei der Frauenärztin, aber bestimmt ohne Hormonbehandlung und ohne künstlich, also keine künstliche Befruchtung, denke ich mal. Frauenarzttermin. Ich habe wirklich so wenig Lust auf den Frauenarzttermin, gerade wie wenn ich Julis Hundehaufen wegmache. Ich weiß nicht, irgendwie das... Ja, guck mal hier im Chat, die Leute wissen Bescheid. Spritze, die geholfen hat, damit das Eibläschen wächst. Stimuliert. Ah. Das, was du auch gemacht hast. Aber stimuliert, aber auf natürlichem Wege dann. Wenig eingegriffen. Die haben es mit Tabletten probiert bei der Frauenärztin. Ihr seid auf dem neuesten Stand. Das ist super. Okay, aber wir wissen, es hat noch nicht geklappt. Ja. Und wir hoffen, es klappt demnächst bei denen. Ansonsten hätten wir eigentlich auch noch ein paar Möglichkeiten für die. Aber erstmal gucken wir. Es ist ja jetzt kein Frauenarzttermin, um zu gucken, ob das Eibläschen groß geworden ist. Es ist halt einfach so, du gehst hin und weißt so, es ist kein guter, also es ist kein freudiger Termin. Ja, aber wir müssen halt in die Zukunft gucken und neue Besprechungen machen. Neue Methoden besprechen, das schon, aber das, ja, keine Ahnung. Wir schaffen das schon, ne? Deswegen habe ich mir heute mein Buch mitgenommen, damit ich im Wartezimmer lesen kann und nicht wieder 20 Minuten auf die Wand starre, während ich warte, bis sie meinen Namen aufruft. Oh je, Freunde. Das letzte Eibläschen war diesmal am größten und alles sah so gut aus, aber leider. Der kleine Mann bleibt auf jeden Fall da. Ich hoffe, er bleibt jetzt auch da schön brav liegen. Hier ist noch nicht aufgeräumt. Also da haben wir gestern schon aufgeräumt, aber hier unsere Geschenke quasi noch nicht. Frau Mahoni sucht sich noch eine Jacke. Der Pullover ist so dick, wir packen doch direkt vor. Oder? Ja, machen wir auch. Das wird schon, Babe. Ich habe ein dünnes Jäckchen mit. Stau wie immer in Köln. Wie immer, immer, immer. Aber wir kommen natürlich pünktlich, Freunde. Wie immer. Wir losgefahren sind, wie immer. Sie hat wirklich nicht übertrieben. Sie sitzt hier und liest ein Buch. Lenk dich ab, Engel, lenk dich ab. Hallo, Freunde. Ja, was sagt man? Also, wie beschreibt man das, die Situation jetzt gerade? Also, eigentlich haben wir nichts Neues erfahren. Aber es ist, ne, es ist trotzdem kacke und es ist ein Punkt dazugekommen, den wir jetzt noch abchecken werden. Die Frauenärztin sagt erstmal, es sah alles super aus. Selbst sie hat gesagt, wir hatten ein super gutes Gefühl gehabt, ne? Aber es haben alle gesagt. Von den, ja, aber genau das ist es ja und das hat sie auch nochmal gesagt. Wir haben alle ein super Gefühl gehabt. Es war auch ein Riesenfortschritt, dass wir bis zu dem Punkt gekommen sind. Aber, und das ist einfach so, es sind immer noch nur 30%. Selbst bei 100% gesunden Frauen oder optimalen Voraussetzungen sind es nur 30%, dass es dazu kommt, dass die Frau wirklich schwanger wird. Und sie sagt auch, dass wir an sich mit der Methode und mit den Hormonen, das funktioniert. So, nur man muss dann jetzt halt noch ein bisschen Glück haben. Dazu kommt aber, und deswegen müssen wir jetzt einen Termin machen. Sie sagt, das Einzige, was noch sein kann, und das müssen wir jetzt halt erstmal ausschließen, ist, dass Mone Probleme mit den Eileitern hat. Das habe ich richtig verstanden, ne? Ja, ob die Eileiter verstopft oder verklebt sind. Das Ding ist, ich habe ja damals vor... Oh Mann, ich will denen helfen. Oh ja, aber ich sehe uns so krass in den beiden wieder, weil er so positiv spricht und sie weint und ist so traurig und so ist es bei uns auch. Ich bin
auch mir, bei mir ist auch immer so die Welt zusammengebrochen und Oscar hat versucht, stark zu sein, damit er trotzdem irgendwie eine Stütze für mich ist. Und oh, das ist so krass. Also ich fühle da auch bei den beiden gerade extrem mit. Also ich bin gerade echt traurig, dass ich mir, also schade, dass ich die nicht schon früher verfolgt habe. Aber ja, genau, also mit den Eileitern. Vier Jahren, glaube ich, hatte ich ja eine Endometriose-OP. Also da wurde geschaut, ob ich das habe oder nicht. Und es sah ja eigentlich alles gut aus. Aber die haben damals halt, also das war glaube ich sogar schon 5 Jahre her, da war ja noch nicht ein... Ich glaube, die haben noch ein Update-Video hochgeladen, wo sie eine OP hat. Kann das sein? Oder war das die OP? Nicht auf dem Kanal. Expliziter Kinderwunsch von uns. Und dementsprechend haben die damals halt nicht die Eileiter mit kontrolliert. Ich finde, das sollte man immer machen. Ja, finde ich auch. Also, was guckst du nach Endometriose, wenn du schon einmal dabei bist? Dann, also, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde es halt damals bei mir nicht... Er hatte eine OP gemacht und da hat sie jetzt gesagt, dass das besser ist, wenn wir das nochmal abklären lassen, weil wir können halt jetzt noch 20 Mal diese Methode probieren, was alles nichts bringt, wenn meine Eileiter halt verklebt sind und da kann das Ei noch so schön groß werden. Und ja, guck mal, der Chat schreibt, nein, die Eileiter-OP ist bald, damit die Durchlässigkeit geprüft wird. Guck mal, bei uns ging das zum Beispiel am nächsten Tag. Ja, also in Istanbul, das war so krass. Also wir wollen jetzt nicht so Istanbul oder so pushen, aber da ist halt, du wartest nicht, du pack, pack, pack. Fertig. Wir waren in Istanbul und der Arzt hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also mein Zyklus baut sich erst zum Ende hin gut auf, sodass die Gebärmutterschleimhaut besser aufgebaut ist. Aber sie war nie perfekt. Und für ihn kam das halt komisch vor, weil es ja sonst eigentlich alles gut aussah. Und dann hätte ich eigentlich dienstags zum Ultraschall kommen sollen. Er schreibt mir montags, kannst du spontan kommen? Und wir waren ja sowieso da und in Istanbul, da haben wir eh immer nur auf die Termine gewartet. Wir sind hingegangen, er hat mir eine Überweisung gegeben, seine Mitarbeiterin hat uns dahin gebracht, die ist mit uns dahin gelaufen zu dem Zentrum, wo das gemacht wurde. Es wurde sofort eine Eileiterdurchlässigkeit geguckt mit diesem Kontrastmittel. Dann sind wir zu dem Arzt, dann hat er gesehen, okay, es stimmt was nicht, nur der eine Eileiter ist durchlässig. Er muss gucken, ob das verklebt ist oder ob ich nur eine Einhorngebärmutter habe. Am nächsten Tag, er hat Termine verschoben, nächsten Tag hatte ich direkt eine OP gehabt, um zu gucken. Dann nach der OP wieder MRT. Also man wartet ja hier in Deutschland schon 4-5 Monate auf einen MRT-Termin. Und dann hat er noch ein MRT gemacht und dann hat er die Diagnose mit dieser Einhorn-Gebärmutter, dass ich halt eben nur eine halbe Gebärmutter habe und genau. Und vielleicht sogar auch springen, aber wenn es halt nicht durch die Eileiter dann laufen, hüpfen, schwimmen, was auch immer kann, dann bringt das ja alles nichts und keine Ahnung. Frau Mahoney hat natürlich jetzt so ein bisschen wieder das Gefühl, dass noch ein Punkt dazu gekommen ist, bei dem es bei ihr nicht klappen kann, aber ich sehe das ein bisschen positiver, ne? Weil ich habe gesagt, immer alles positiv. Ja, das ist ja gut. Du Emotion. Jede Diagnose, die man hat, die im Raum steht, dagegen kann man ja was tun, Gott sei Dank, weil die Medizin so weit ist. Also ich versuche da auch immer irgendwie so das Positive zu sehen. Das ist vielleicht der Grund, warum es nicht geklappt hat. Dann macht man was dagegen und vielleicht klappt es dann. Aber es ist natürlich auch immer schwer, die Hoffnung beizubehalten. Emotional und traurig und ich positiv. Ich sehe das so, wenn es so ist, dass sie das hat, wovon ich erstmal nicht ausgehe, wenn sie das hat, dann ist es ja auch gut zu wissen, weil dann wissen wir, okay, es geht straight in die Kinderwunschklinik, weil es auf natürlichem Wege halt nicht funktionieren kann. So, ich gehe eh erstmal davon aus, dass sie das nicht hat und wir es danach einfach noch mal ein bisschen probieren können. Aber auch so, mich macht es irgendwie gerade ein bisschen traurig. Wir haben ja alleine unter uns ja auch schon, ne, es ist ja gefühlt täglich Thema bei uns und wir haben ja auch schon jetzt lange gesagt, okay, 2024 werden wir auf jeden Fall den Weg in eine Kinderwunschklinik auch gehen, zumindest mal jetzt langsam uns um Termine kümmern, mal vorstellen, mal Erstgespräche haben, einfach nochmal nur so gucken, um ein Gefühl dafür zu kriegen auch, aber dementsprechend weiß ich ja, dass dieser Schritt bald bei uns sein wird, aber zu hören, dass die Frauenärztin, natürlich sagt sie das einem jetzt nicht so ins Gesicht, aber sie saß halt gerade da und hat schon gesagt, so ja, vielleicht können sie sich ja auch mal bei einer Kinderwunschklinik schon mal vorstellen. Das ist halt so auf gut Deutsch so eins in die Fresse, dass sie uns nicht mehr helfen kann, weißt du? Das ist. Aber eine Kinderwunschklinik ist ja nichts Schlechtes. Es sind ja genauso Ärzte, die nur noch nach anderen Mitteln und Möglichkeiten haben. Und ich finde letztendlich, wie man zum Ziel kommt,
Ich finde das gar nicht schlimm. Vor allem, man kann sich ja mal vorstellen, guck mal, bei uns war es so gewesen, wir waren in der Kinderwunschklinik, wir hatten zwei Inseminationen, die haben nicht geklappt. Dann hatten wir für Januar eine künstliche Befruchtung geplant, aber ich bin trotzdem im Dezember auf natürlichem Weg schwanger geworden. Also es ist ja nichts unmöglich, und dass man sich da einfach vorstellt und mal irgendwie ein Gefühl dafür bekommt. Wir sind in die Kinderwunschklinik gegangen, und es hat uns so ein gutes Gefühl gegeben, dass wir gar nicht länger gezögert haben, sondern einfach dachten, okay, auch wenn wir jetzt eine künstliche Befruchtung machen müssten, dann ist das so. Aber das ist ja, das Ergebnis ist das, was zählt. Wenn man letztendlich schwanger ist, dann ist die ganze Kinderwunschzeit, da denkt man da nicht. Weißt du was, Schatz? Ich glaube, so weit sind die noch nicht. Ich glaube, die haben noch diese Hoffnung, die wir hatten, dass es auf natürlichem Wege klappt. Ja. Weil man wünscht sich das natürlich, dass es auf natürlichem Wege klappt. Verstehe ich auch. Ich glaube vor allem, er hat auch diese, also sie möchte auf jeden Fall ein Kind. Wobei, das ist jetzt reine, also so sieht es für mich aus, aber natürlich kann ich nicht in die reingucken. Ich war auch so als Mann, das ist schon so ein bisschen, also es hapert schon ein bisschen an dir, wenn du in die Kinderwunschklinik musst. Und du versuchst alles, dass es auf natürlichem Wege klappt, damit das, ich sag mal, so natürlich wie möglich ist. Aber jetzt bin ich in der Situation, nachdem wir das alles durchgemacht haben, hätten wir uns halt einen langen Weg ersparen können, weil eine künstliche Befruchtung ist nichts Schlimmes. Es ist trotzdem ihr Kind und sein Kind. Aber sie müssen ja nicht direkt mit einer künstlichen Befruchtung starten. Also sie können ja trotzdem... Einfach hingehen, sich beraten lassen. Termin hast, genau, du kannst dich beraten lassen. In der Zeit kannst du es ja trotzdem noch auf natürlichem Weg versuchen. Vielleicht bist du dann im Kopf einfach entspannter, weil du nochmal irgendwie mehr Meinungen von Ärzten dir eingeholt hast, oder ein Arzt hat dir auch irgendwie nochmal Hoffnung ausgesprochen. Und es muss ja nicht sofort losgehen, es muss ja nicht direkt, man kann ja auch eine Insemination machen, also klar, Insemination ist schon ein kleiner Schritt, also da werden halt mit so einem Trichter, werden einfach die Spermien eingeführt mit so einer Spritze, man bekommt alles mit, aber das sind ja jetzt keine OPs, wo jetzt die Eizellen entnommen werden. Also wie gesagt, das hat bei uns auch nicht geklappt, aber bei uns wurde auch nicht vorher geguckt, ob die Eileiter überhaupt durchlässig sind. Und selbst wenn sie diese ganze Stimulation und sowas alles hat und sie dann es auf natürlichem Wege probieren, ist das größenverhältnismäßig, dass die Spermien in die Gebärmutter gelangen durch den Eileiter, ungefähr so, wie wenn man einen Tischtennisball um die Welt schickt. 40 Kilometer. Nagelt mich nicht fest. 40 Kilometer waren das, glaube ich, nur. Irgendwie so, aber Größen, okay, das ist schon ein Unterschied zwischen 40 Kilometer und einmal um die Welt. Vielleicht habe ich übertrieben. Ja, einmal um die Welt ist ein bisschen zu doll. 40 Kilometer waren das. Aber die Spermien müssen trotzdem voll lange noch dahin. Das muss alles klappen, alles optimal sein, bla bla. Naja, also... Aber die meisten müssen über sowas gar nicht nachdenken, weil es eh einfach so klappt. Aber es gibt halt Fälle, wo es nicht sofort klappt. Und deswegen können wir auf jeden Fall nur eine Kinderwunschklinik empfehlen. Und vielleicht klappt es in der Zeit. Da gibt es vielleicht noch bessere Ärzte und so weiter und so fort. Bei uns war es ja dann letztendlich so, okay, wir wussten, wir kommen gar nicht über um eine Präimplantationsdiagnostik rum, weil wir einfach nicht dieses Risiko eingehen wollen, dass... unser Kind unseren Genfehler vererbt bekommt. Und in Deutschland war es einfach super kompliziert. Und hätten Fati und Luisa uns den Arzt nicht gegeben, den Kontakt, Fati saß abends mit uns da und wir haben mit dem Arzt telefoniert. Es war 20 Uhr oder 21 Uhr, es war super spät. Und dann haben wir immer noch so, wir wissen nicht und so, und dann sind wir zu dem Arzt, wir sind wirklich einfach nur in die Praxis, wir sind dahin, wir hatten so ein tolles Gefühl und wir haben einfach gemerkt, okay, wir machen das jetzt so, wir haben eh keine andere Wahl, und das war auch so dieser Punkt, also, wo wir dann wussten, okay, wir möchten diesen Weg gehen, und wir haben dann auch gar nicht mehr länger darüber geredet. Und für uns war das so voll in Ordnung. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dieser erste Schritt, dieser erste Weg. Aber das bringt sie ja letztendlich hoffentlich zum Ziel. Vielleicht klappt es ja auch auf natürlichem Weg. Man weiß es nicht, aber... Ja, keine Ahnung.
Ja, verständlich, ja. Am Ende des Tages können wir halt froh sein, dass es diese medizinischen Fortschritte inzwischen gibt. Ja. Ne? Ich habe auch gestern zur Mono nochmal gesagt, so vor 30 Jahren wäre das alles noch anders gewesen. Dann hätte es geheißen, keine Kinder sind keine Kinder. Der Schritt ist riesig, aber wie wir jetzt auch ja schon durch auch Anna und Tim zum Beispiel wissen, nimmt das oft auch sehr viel Druck weg, weil man halt sich nicht selber um alles kümmert in dem Sinne, um die richtige Tabletteneinnahme, um das im Schlafzimmer und so, sondern es ist halt so ein bisschen, man nimmt sich den Druck selber raus, weil man halt seine gewissen Termine da hat und dann wird das vorbereitet und dann muss man halt einfach nur hoffen. Ne? Also nächster Schritt für uns wird jetzt sein, wir werden uns jetzt bei der Klinik erstmal melden, die die Frauenärztin uns empfohlen hat, um quasi diese Eileiterspiegelung, also Bauchspiegelung zu machen, aber wo halt gecheckt wird, ob die Eileiter gut sind. Da müssen wir jetzt hoffen, dass wir schnell einen Termin kriegen, ne? Und parallel dazu melden wir uns dann wahrscheinlich auch direkt bei der Kinderwunschklinik und fragen da mal an. Ja. Jetzt wird es irgendwie so, keine Ahnung. Real. Ja, vorher waren es halt so Frauenarztbesuche. Und jetzt geht man so Kinderwunschklinik. Ja, ich verstehe das, ich fühle das. Das sind alles Dinge, die einem vorher schon bewusst waren. Ja, aber wenn sie dann passieren, wird das nochmal so ein bisschen greifbarer, kommt näher und realer einfach auch. Das sagt mir in meinem Kopf gerade einfach so, ja, verkackt die 5 Versuche, die du gehabt hättest. Hast du Nein, also die sind gerade in der Situation, wo sie so dieses... Vielleicht nicht ganz aussichtslos, aber der Weg ist noch lang und wir sind noch am Anfang so und das wird noch so auch. Und so. Aber ich denke, früher oder später wird es bei euch klappen. Ich bin auch sehr optimistisch. Also mit PCO habe ich ja auch schon viel gelesen, dass es da auch klappen wird. Also ja, nicht, aber ja, nicht ich. Ja, ich sag's ja immer doof, aber wir machen das jetzt so. Aber er war ja nicht kacke. Doch, für mich schon. Ja, ruf erstmal da jetzt an. Hallo, guten Morgen. Wir kommen gerade von unserem Frauenarzt und haben euch empfohlen bekommen, ich bräuchte einmal eine Bauchspiegelung, um meine Eileiter kontrollieren zu lassen. Okay. Ja. Jawohl, super. Wissen wir Bescheid. Okay. Dankeschön. Tschüss. Okay. Was für ein Start in die Woche, ey. Besser einfach nur mal dieses Warten. Von Hüpfen zur Periode warten war immer nervig. Jetzt weiß man so, okay, jetzt so 2,5 Wochen erstmal auf den Termin warten. Waren die schon in der Kinderwunschklinik? Wisst ihr das? Weil die Kinderwunschklinik wird denen richtig viel Hoffnung geben. Ja. Weil die sind darauf, die wollen unbedingt, dass du Kinder bekommst. Ja. Und das merkst du. Die fühlen und so die sind mit. Da richtig hinterher, dass du es schaffst. Da hängen Babybilder und es motiviert alles, dahin zu gehen. Und das wird die motivieren. Mhm. 2,5 Wochen, in denen auf jeden Fall ja nichts geht. Das ist jetzt einfach wieder nur ein dummes Absitzen. Und im Sommer ist mir das alles definitiv leichter gefallen, wenn man jeden Tag irgendwo unterwegs war, jeden Tag irgendwie Freunde zum Grillen da waren. Ja, das stimmt. Dann müssen wir wohl jetzt jeden Tag irgendwas machen. Freunde, ab jetzt Daily Vlogs und wir machen jeden Tag was richtig Cooles. Jetzt geht's erstmal nach Hause arbeiten. Yeah. Ich werde jetzt mal was Schönes machen und zwar habe ich hier gerade meinen Brautstrauß. Einfach von der Hochzeit. Der stand die ganze Zeit gut gesichert im Hauswirtschaftsraum, weil eigentlich müsste ich ihn irgendwo hier ins Wohnzimmer stellen, aber ich habe dann immer Angst, dass der bei zu viel Bewegung hier im Haus so kaputt geht. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal gucken, dass ich da irgendwo was rausgeschnitten bekomme, ohne dass dann danach Löcher und so weiter da drin sind. Denn ich wollte mir oder werde mir was bestellen für mein Pandora-Armband. Das zeige ich euch dann mal, wenn das ready ist. Und ja, da kommen Blüten vom Brautstrauß da rein und deswegen schnipple ich das jetzt hier mal ab. Falls damit irgendwann mal irgendwas passiert, habe ich es immer noch am Handgelenk. Ich weiß nicht. Hier so ein bisschen. Das ist halt auch alles schon so richtig trocken und bröckelig. Ja. Nummer uno. Vor allem so ein bisschen vielleicht. Mann, es bricht gerade mein Herz. Hallo. Schön. Freunde und herzlich willkommen. Nee, nicht herzlich willkommen. Hallo. Hallo? Wie hält denn das hier so? Freunde, ich komme jetzt gerade aus dem Futterhaus und habe für Juli mal ein paar neue Bälle geholt. Und zwar, das hier sind die, die immer früher. Aber was bei denen anders ist, er redet voll laut und sie redet so leise. Und bei uns ist es genau anders. Warte, ne? Die Tennisbälle, die auch so quietschen. Ich habe aber jetzt gesehen, deswegen habe ich jetzt mal andere auch noch mitgenommen. Es gibt die auch noch in noch kleiner. Also die sind dann quasi noch ein bisschen zwergiger. Und dann habe ich mal getestet. Ich meine, die Bälle gehen eh immer verloren. Wir hatten davon 100 Stück mal, jetzt haben wir keinen einzigen mehr. Habe ich mal den mitgenommen aus Gummi. Vielleicht gefällt der ihm noch besser. Also testen wir mal.
welche ihm am besten gefallen. Und der Gummi kann halt nicht quietschen. Ich hoffe, dass er das Gummiding nimmt. Ich bin wieder zu Hause. Wir haben uns jetzt in der Kammer eingesperrt, um zu entscheiden, welchen der Bälle wir ihm zuerst geben. So. Und darf uns halt nicht hören und nicht wissen, dass wir über Bälle reden. Also entweder den ganz kleinen oder den etwas größeren, aber aus Gummi ohne quietschen. Was machen wir? Ja, komm, lass uns kleinen. So einen kleinen. Boah, die sind so süß. Oh Gott, das ist so süß. Ich glaube, er wird sich so freuen, weil er nimmt ja normalerweise immer diese großen. Aber ich glaube, so und die bunkern wir einfach, ja? Ja, versteckt die irgendwo. Wo ist der denn? Also. Ah, hallo! Oh. Na, vielleicht haben wir ja was für dich. Wir haben was für dich, Juli. Papa hat dir was mitgebracht. Guck mal, ich hab was für dich. Oh mein Gott, was war das denn? Oh mein Gott. Der twitcht? Oh mein Gott, Juli. Der twitcht. Ja. Oh mein Gott, guck mal, wie klein der ist. Wow. Und? Freust du dich? Ja. Das wird, glaube ich, sein neuer Lieblingsball. Ja. Ja. Dann versteck schnell die anderen, Baby. Ja, das ist so süß. Was hast du denn da fein? Oh. Ich nehme die nicht weg, alles gut. Ich wollte nur. Oh mein Gott. Ich wollte nur gucken, Juli. Lass mich doch mal gucken. Oh mein Gott, guck mal, sein Schwanz, Schatz. Guck mal, wie er sich freut. Ich wollte nur gucken, Juli. Warte, ich mach kurz. Foto. Ich will ihm schreiben. Lass mich doch mal gucken. Oh mein Gott, guck mal, sein Schwanz, Schatz. Guck mal, wie er sich freut. Aber was hast du da, Juli? Dreh dich doch mal zu uns. Er hat gerade so Angst gehabt, dass ich ihm das wegnehme. Ich will nur gucken. Hi. Ja, fein. Oh, süß. Okay. Ich bin schon wieder auf dem Nervenmodus, ne? Ich will es kaum aussprechen, aber so. 10 Jahre Folgt gerne den beiden. Schaut bei den beiden auf jeden Fall vorbei. Ja, ich bin sehr gespannt, wie der Weg weitergeht. Und ich drücke ihnen auf jeden Fall ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Mhm. Und ja, ich hoffe, das wird klappen.